Moin Leute, wer einen Balkon hat, der weiß, da ist generell nicht viel Platz drauf. Daher möchte ich ein bisschen mehr Platz schaffen, indem ich an dieser Wand hier geradezu ein Regal ranbaue und auch ein Regal an diese Wand, einmal von ganz oben bis ganz unten. Da sollen unter anderem, soll hier dieser Efeu rauf, der soll von oben nach unten runter ranken an der Seite. Hier habe ich noch mehr Efeu, vielleicht schmeiße ich den mal aus dem Kasten raus. Ein paar kleinere Pflanzen habe ich hier noch und auch hier drüben. Erstmal muss der ganze Müll hier weg. Diese beiden Latten formen das Grundgerüst des Regals. Die kommen später dann so an die Wand. Hier habe ich kleine Nuten mit der Kreissäge reingesägt, in die hoffentlich ziemlich exakt dieses Brett passt. Dieses Brett habe ich aus zwei zusammengeleimt, einfach weil ich ihn noch gehabt habe und kein weiteres Geld ausgeben wollte. Andersrum, so rum. Damit das Ganze noch ein bisschen stabiler wird, habe ich hier noch so einen eine kleine Leiste. Die kommt dann hier unten gegen. Hoffentlich irgendwie alles ein bisschen gerader als jetzt. Und dann ist das doch eigentlich ziemlich stabil. Also für die paar kleinen Pflanzen, denke ich mir mal, reicht das. Was mir jetzt gerade einfällt, ich habe doch tatsächlich vergessen, hier noch Wandhalter anzuschrauben an die Latten. Naja gut, muss ich das auch noch machen. Ja, für euch ist jetzt nur ein kurzer Schnitt vergangen, für mich sind ein paar Stunden vergangen. Ich habe jetzt also das nochmal alles weiß gestrichen, auch den kurzen Bretter alle nochmal weiß gemacht. Und ich habe hier von einem schwedischen Möbelhaus noch diese Befestigungsteile übrig gehabt, die ich noch gefunden habe. Und ja, ich glaube, damit ist das doch ziemlich gut montiert an der Wand. So, jetzt heißt es nur noch zusammenbauen und das ganze Ding an die Wand dübeln. So, jetzt habe ich hier die Wasserwaage. Die Gewichte da drin sind auch schon austariert. Und jetzt gucken wir mal. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch schon richtig gut aus. Diese kleinen Teile vergisst man immer.
Hier oben steht jetzt der Efeu, kann jetzt auch schon runterranken. Hier stehen noch ein paar andere Pflanzen drauf. Da ist ein Vögelchen, da. Ja. Ich bin zufrieden. Und das erste Regal ist dran. Jetzt fehlt bloß noch hier auf der Seite das zweite. Und hier ist die Wespe wieder. Ich habe noch mal jedes Brett von oben mit einer Schraube in diese Latte festgeschraubt und das gibt dem Ganzen noch mal mehr Stabilität. Das Regal hinter mir ist nun auch fertig. Und wer dieses Regal oder das kleine Regal nachbauen möchte, der kann nochmal auf www.greenimages.net gehen. Dort gibt es die ganzen Anleitungen und noch viele weitere Do-it-yourself-Ideen gratis zum Herunterladen. Also besucht doch mal www.greenimages.net. Dort gibt es sämtliche Anleitungen für die Projekte, die ich hier vorstelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch hoffentlich bei einem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, ciao! Ich habe diesen Kanal hier abonniert. Abonniere du ihn doch auch.